Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Bastelgarage on Tour. Und zwar geht es dieses Mal aus Engelhardszell, das liegt in Österreich, mit der Arosa Mia auf der Donau entlang, und zwar nach Wien, Budapest und noch einigen anderen Stellen. Und wir sind heute hier. Ich zeige euch mal so ein bisschen vom Schiff und was wir so unterwegs alles erlebt haben. Die Reise dauert insgesamt eine Woche, geht von Sonntag bis Sonntag. Und wie gesagt, Startpunkt ist hier Engelhardszell in Österreich. Seid gespannt. Der Eingangsbereich. Die Rezeption. Das sind die Kabinen. Unsere ist die 240 und hier geht's rein. So sehen die Zimmer aus. Das Bett, hier befindet sich ein Schreibtisch, ein schöner Tisch und jede Dame bekommt eine Rose, ein Stuhl, wo man sich hinsetzen kann. Da geht's eigentlich wieder raus. Gehen wir mal gerade ins Badezimmer. Auf der anderen Seite befindet sich ein schöner großer Schrank. Ich mache das mal auf. Da kann man dann alles schön aufhängen, beziehungsweise hier ist noch eine Einzeltür. Oben mit den Schwimmwesten, einem Safe. Und hier sind noch verschiedene Ablagemöglichkeiten, genau wie hier in der Ecke. Wasser gibt es auch jeden Tag dabei. Und ja, das war's eigentlich erstmal mit der Kabine. Hier die Route oder der Fahrplan. Wir gehen jetzt mal in den Restaurantbereich. Da sind schon einige Leute mehr. Hier ist der Verkaufsshop. Und das sieht dann auch so aus. Hier am Buffet ist wirklich für jeden etwas dabei. Täglich wechselnde Menüs. Abends gibt es Themenabende, wie zum Beispiel in Wien halt die österreichische Küche. Und wenn da keiner was findet, ist er das selber schuld. Hier gibt es Frühstück, Mittag und Abendessen und nachmittags nochmal einen Kaffee mit dreierlei bis viererlei verschiedenen Kuchen zur Auswahl. Natürlich kann man auch an Bord etwas für die Fitness tun. Hier geht's immer schön rund, und zwar mit verschiedenen Fitnessgeräten. Einen kleinen Raum, um sich zu entspannen. Und hier befinden sich die Massagezimmer, in denen man sich massieren lassen kann. Und das hier geht es rein in den Spa-Bereich. Mit Umkleidekabinen, Handtüchern. Und hier befindet sich die Biosauna. Mach die mal auf. Die Biosauna hat eine Temperatur von 55 Grad und 40% Luftfeuchtigkeit. Die kann man dann mitbenutzen. So, alles wieder schön zumachen. Hier geht es weiter in die finnische Sauna. Da 85 bis 90 Grad. Ich mache das mal auf. Und zwar befindet sich diese Sauna direkt mit Aussicht, wenn wir losgefahren sind, direkt auf die Donau. Wir gehen jetzt einmal von der Rezeption aus in Richtung Lounge. Hier liegt ein Puzzle, da darf jeder mitmachen. Und am Ende der Reise wird dann gesehen, wer das letzte Stück einsetzen kann. Hier geht es dann weiter. Das ist wie gesagt die Lounge Bar. Aus der Lounge heraus hat man natürlich einen wundervollen Blick auf die Donau. Und hier kann man es sich richtig gemütlich machen. So, die Lounge besteht hier aus der Bar und hinten Möglichkeiten, sich hinzusetzen. Im Moment ist noch relativ wenig los, deshalb können wir einfach mal durchs Schiff gehen, ohne dass wir viele Leute treffen.
Wir haben in der Zwischenzeit abgelegt. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Oberdeck, dem Sonnendeck, mit dem schönen Swimmingpool, der beheizt ist und ein wirklich tolles Erlebnis ist, während der Fahrt aus dem Pool heraus die schöne Umgebung zu beobachten. Hier gibt es Schachspiel, Minigolf und hier ganz links ein Shuffleboard-Spiel, das für jeden zugänglich ist. Ich genieße mal wieder die wunderbare Aussicht. Hier am Heck gibt es die Möglichkeit, bei leckeren Getränken sich die Zeit während der Fahrt zu vertreiben. Und für jeden ist, wie gesagt, etwas dabei. Die Landschaft ist wunderbar. Zwischenzeitlich wird man auch von kleineren Booten überholt. Und hier vor uns befindet sich jetzt eine Brücke. Und diese Brücken sind alle relativ niedrig, deshalb wird auch das Sonnensegel eingefahren. Und hier kann man vorne sehen, der junge Mann, der springt bis an die Brücke fast an. Also es ist wirklich nötig, die Sonnenschirme und Sonnensegel einzufahren, damit hier nichts passiert. Auf der Fahrt von Passau nach Wien sind insgesamt 9 Schleusen zu überwinden. Bis nach Budapest wären sogar insgesamt 11 Stück. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, obwohl die meisten Schleusen tatsächlich nachts passiert werden. Und hier hatte ich tatsächlich mal die Möglichkeit, an einem schönen Tag, den wir eigentlich die ganze Zeit hatten, das schöne Wetter, hier das mal filmen zu können. Und weiter geht es donauabwärts. Es ist wirklich herrlich, rechts und links alles zu beobachten. Es gibt sehr viel zu sehen, immer wieder kleine Kleinode, die man so eigentlich sich nicht vorstellt. Hier sind wir schon wieder in Wien angekommen. Und hier links kann man die Krönungskirche sehen und wir werden jetzt auf der Donau eine Drehung vollziehen und hier kurz anlegen. Insgesamt bleiben wir in Wien über Nacht, das heißt 2 komplette Tage und wir machen einen Ausflug mit dem Bus, fahren wir als erstes nach Schloss Belvedere. Das ist ein wunderschönes Barockschloss, einfach unglaublich, was es da alles so zu sehen gibt. Weiter geht's in die Stadt und zwar an die Hofburg, dem Wohnort von Kaiser Franz Josef und der Sissi, Stephansdom. Ich zeige hier nur einige kleine Ausschnitte. Es ist so riesig, so viel zu sehen, dass man mehrere Tage bräuchte, um wirklich alles zu erleben. Oben vom Turm des Stephansdoms, weiter über den Prater, das Rathaus. Also es sind unheimlich viele, viele, viele Sachen zu sehen, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Leider war die Zeit einfach viel zu kurz, um alles genauer zu betrachten. Am nächsten Tag ging es mit dem Taxi nach Schloss Schönbrunn. Es hat leider morgens ein bisschen geregnet, hat aber getrocknet. Wie wir vor uns sehen, an dem TX auf dem Nummernschild des vor uns fahrenden Autos, TX haben in Wien alle Taxis. Schönbrunn, Eingangsbereich, eine beeindruckende Kulisse, eigentlich gebaut von Kaiserin Maria Theresia. Und ich war hin und weg von dieser Architektur, die uns hier so toll umgibt. Eine Kutschfahrt machen wir. Entschuldigung.
außerhalb, das ist nicht sehr nett. Ja. Vom Balkon aus der Rückseite gesehen. Wieder auf dem Schiff zurück erreicht uns die Nachricht, dass Niedrigwasser in Budapest eine Weiterfahrt bis nach Budapest verhindern. Und so haben wir dann einen Zwischenstopp in Komárno in Ungarn gemacht und sind von da aus mit dem Bus bis nach Budapest gebracht worden. So eine wunderschöne Tagestour. Und hier sind wir auch schon mit einem der Wahrzeichen Budapest, nämlich dem Parlament. Und hier von der Rückseite der Platz. Es gibt sehr, sehr viel wieder zu sehen. Ich bringe wieder nur ganz kurze Ausschnitte, weil es war wirklich, wirklich unheimlich viel zu sehen. Und normalerweise war dieser Tagesausflug eigentlich schon wieder zu kurz, um alles zu sehen, wie zum Beispiel hier den Heldenplatz. Nachts lagen wir dann wieder vor Anker und am nächsten Tag ging es dann weiter nach Bratislava. Hier beim Anlegen eine wunderschöne Stadt. Die Arosa in Bratislava in der Slowakei. Die Burg Bratislava, auch Pressburg genannt, ist das Wahrzeichen der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Sie liegt auf dem 85 Meter hohen Burgberg am linken Donauufer und stammt im Kern aus dem 19. Jahrhundert. In 60 Kilometer Entfernung liegt schon wieder Wien, also ist alles sehr, sehr dicht aufeinander. Und vielleicht sollte man noch sagen, hier ist der Garten, dass Bratislava früher auch Pressburg hieß. Zurück in die Stadt, hier ist das Rathaus. Diese drei Häuser sind zusammengesetzt zum Rathaus und der Rathausplatz mit seinen wunderschönen alten Häusern, die wie eigentlich die ganze Stadt komplett frisch restauriert und renoviert wurde. Also wirklich wunderschön anzuschauen. Ich war wirklich hin und weg, die Architektur und alles. Hier ein weiteres Wahrzeichen, der Man at Work. Und dann ging es auch schon wieder nach einer Übernachtung auf die Donau zurück in Richtung Krems. Hier hatten wir einen kleinen Zwischenstopp, nur eine halbe Stunde. Hier sind Leute mit dem Fahrrad und die eine Bustour gemacht haben, sind rausgelassen worden. Das Wetter ist heute leider nicht so schön, aber wir fahren weiter und zwar durch die Wachau, also das Wachauer Land. Das hier ist zum Beispiel Dürrstein. Während der 4,5-stündigen Fahrt nach Melk, wo wir wieder unsere ausgeschifften Passagiere an Bord nehmen,
gab es wirklich in der Wachau wunderschöne Sachen zu sehen. Eine Burg, ein Felsen, alles wunderbar, eins nach dem anderen. Und da sind wir auch schon in Melk. Da gibt es ein barockes Stift. Das wurde dann von den Ausflüglern besichtigt. Wir haben in der Zeit uns es gut gehen lassen und hier wurden die Leute wieder an Bord genommen. Die Arosa hat übrigens Elektrofahrräder an Bord, die man sich leihen kann, beziehungsweise da werden auch Gruppenreisen angeboten und da kann man dann geführte Touren machen. Alles in allem einfach unglaublich wunderschön. Das war jetzt ein kleiner Eindruck von der Reise auf der Donau mit der Arosa Mia. Die Arosa-Gruppe hat noch mehrere Schiffe. Ist alles wahnsinnig toll. Am besten hat mir eigentlich hier an den Städten hat mir Bratislava gefallen. Die waren richtig toll. Genauso natürlich wie Wien und Budapest. Aber Bratislava hat mich am meisten beeindruckt. Und so bleibt mir auch für heute nur zu sagen, tschüss, macht's gut, bis demnächst. Ich hoffe, dass ich bald wieder direkt aus der Bastelgarage ein neues Video bringen kann. Wenn es nächste Woche nicht funktioniert, seid mir nicht böse, dann sehen wir uns übernächste Woche. Gruß, euer Jürgen.